Hallo, liebe Leute, und willkommen zu Two Point Hospital. Jetzt auch mit mir. Man muss mich nicht an Stühle fesseln, wie es in den Kommentaren stand. Ich bin von alleine wieder da und sie ist Stonehenge. Joscha, erklär mir. Was es damit auf sich hat, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das gar nicht richtig da. Vielleicht bist du auch schwer krank, deshalb schnell ins Krankenhaus. Wir haben uns ja entschieden, wir verlassen das Nichtschwimmerbecken, den Kinderpool, den wie auch immer man es nennen mag. Und wagen uns hinaus. Und tanzen bis ins Koma. Exaktomato. Willkommen in Lower Ballocks. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Und zwar uns. Ein bedeutender Anteil der Bevölkerung hält sich für Rockstars. Ist in Neukölln eigentlich genauso bei uns. Oh nein. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, die Psychiatrie. Nur Ärzte mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten im Psychiatriezimmer zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber du solltest weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten, die Qualifikation in der Psychiatrie und anderen nützlichen Bereichen mitbringen. Okay, alles klar. Also wir starten mit einem Budget, Stufe 1. 150.000 haben wir. Das ist schon ein bisschen weniger als davor, klingt aber immer noch viel auf mich, aber direkt mal Pause, erstmal gucken eigentlich, was wir hier so haben. Danny gerade schon mal unser erstes Krankenhaus gezeigt, was ja deutlich größer war als auf einer Grundfläche, würde ich sagen, ne? Mhm. Und hier wird uns ja schon was vorgeben. In dem ersten hatten wir noch gar nichts. Hier ordentlich Wartebereich. Genau. Hier haben wir ein normales Arztzimmer. Und du sollst jetzt so ein Psychiatriezimmer bauen, stand da. Genau. Ich gucke mich hier gerade nur schon mal so ein bisschen um. Was haben wir denn im Personal? Haben wir schon Personal? Wir haben Ernie Higginbotham. Der ist ein Dr. Ernie. Das ist unser Psychiater wahrscheinlich. Unser Arzt steht da, ja. Wo steht Arzt? Da. Ah, da, wo Arzt steht. Okay. Dann haben wir Tick Crease. Ist Nachwuchsassistentin. Okay, und wir haben Matilda Bat-Decker. Ist eine Nachwuchshausmeisterin. Also wir haben hier ein top erfahrenes Team, muss man sagen. Ne? Die Matilda sieht ganz schön männlich aus in dem Bild da oben. Ja, das ist sie doch hier, ne? Ja, aber hier nicht. Hier sieht sie weiblich aus. Aber guck mal, in dem Minibild ist es doch eindeutig ein Männergesicht. Wir kommen in der Psychiatrie. Also, fangen wir doch direkt damit an, dass wir hier immer so eine Psychiatrie direkt ranballern. Weiß nicht, muss man jetzt die anderen Sachen gleich auch mitbauen? Wahrscheinlich. Aber wenn das Spiel sagt, baue eine Psychiatrie, dann wohin ist die Frage? Das finde ich so ein bisschen gut. Also müssen wir jetzt von Anfang an quasi uns überlegen, wie wir hier vorgehen wollen, ne? Ja. Hier quasi den Empfang, hier kommen die Leute rein. Hier ist der Empfang, hier ist schon mal so ein bisschen Wartebereich, ist gar nicht schlecht. Ein bisschen mehr sogar. Wir könnten jetzt hier so nebensetzen. Kommen denn in der Psychiatrie auch Betten rein? Das sehen wir dann gleich, was... Ist ja nur Diagnose und heilt diverse psychische Störungen. Weil wenn, vielleicht brauchen wir viel Platz dafür. Weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen komisch, dass sie hier so eine, so mit Ecken gebaut haben. Würde es jetzt eventuell daneben ballern einfach? Halt. Könnten wir erstmal so einen Gang dazwischen lassen vielleicht? Mhm. Dann bauen wir das hier so? So? Ja. Dreimal, viermal drei? Ich weiß noch nicht, wie viel Platz man in dem Spiel braucht. Zuletzt hatte ich eigentlich immer alles zu groß geworden. Einerseits, so ist schon echt eng, ne? Ja, so will er das auch. Ach so, so ist auch Mindestgröße, steht ja da. Ja. Mindest 3x3, dann machen wir das auch so. Weil mehr als hier so ein Gang braucht es dann auch nicht, finde ich. Machen wir die Tür hier nach vorne, finde ich. Mhm. Okay, genau, wir brauchen einen Psychiatersessel. Okay, das können wir jetzt hier schön einrichten. Was? Und eine Couch. Schlafesschwester? Mhm. Not my cousin. Und wir fangen mit der Couch an. Ich finde es sehr wichtig. Wir können die Couch so mitten in den Raum? Oder hier so unters Fenster vielleicht? Ja, dann kann der Patient unauffällig, weil wenn er Angst hat vor draußen, ist zwar blöd, aber der wird schon keine Angst haben. Oder lenkt ihr das zu sehr ab? Oder hier so ein bisschen angeschrieben in die Ecke? Und na, es gibt aber auch Patienten, die haben Angst vor Räumen ohne Fenster. Guck mal, ich mache den Sessel hier mal so in die Ecke. Mhm. Du hast ja schon ein bisschen gespoilert, dass ich mal im Krankenhaus gearbeitet habe. Ich habe tatsächlich auch mal in der Psychiatrie die ganzen eine Zeit lang. Und die ganzen lustigen und weirden Storys. Wir waren jetzt aber mitten in den Raum. Wir sind ein bisschen unkonventionell. Ich hatte mal einen Patienten, du darfst bauen, ich erzähle. Ich hatte mal einen Patienten in der Psychiatrie. Den sollte ich massieren, beziehungsweise mehrere. Und ich habe den einen auch sehr, sehr viele Wochen lang behandelt und der war in etwa so alt wie ich damals, also das heißt so Mitte 20, super nett, ganz freundlich. Und irgendwann... Warum kann ich kein Bücherregal bauen oder Kamin? Das braucht doch hier so ein... Weiß ich nicht. Ein Aktenschrank. Jedes Zimmer braucht mindestens einen Aktenschrank. Fenster
eher nicht, finde ich, in so einem. Es ist ein geschützter Raum hier, ne? Ja. Deshalb, aber du könntest ein zweites nach draußen bauen, oder? Ja, aber ich guck mal, ich habe jetzt hier auf Fenster geklickt und da steht da, muss an Innenwand platziert okay, werden. Okay, ja, dann nicht. Es ist nur so ein Innenfenster. Es gibt keine Außenfenster. Okay. Oh. Und auf jeden Fall kam er dann irgendwann mal zu mir an und hat sich mir neu vorgestellt. Und ich war gänzlich verwirrt und habe festgestellt, dass die Person, die reinkam, zwar die Person ist, die sonst immer da war, aber gerade so einen Anfallsschub hatte und plötzlich nicht mehr wusste, wer ich bin und was ich da eigentlich mache. Und war super unfreundlich zu mir. Und ich dachte, ey, ich habe mich monatelang mit dem unglaublich gut verstanden und plötzlich hasst er ja mich. Geht mir auch manchmal so, wenn ich nach Hause komme. Nein. Ah, wir wurden von Bungel Technologies kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungskrankenhäuser im ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde erst kürzlich ihre psychiatrische Lizenz entzogen, wegen eines Vorfalls mit, es ist wohl besser, nicht ins Detail zu gehen. Sie beabsichtigen, ihre Psychiatriepatienten zu uns zu schicken und würden uns im Gegenzug den Kauf einiger ihrer neuesten Technologien ermöglichen. Solange unsere Organisation keine Forschungslizenz hat, müssen wir um jegliche technologische Unterstützung froh sein. Also erstmal müssen wir die nächste Stufe erreichen und wir müssen Patienten heilen. Genau. Weil ich brauche mir den ganzen anderen Krempel halt natürlich auch. Also ne, wir haben eine Arztpraxis, wir haben ein Psychiatriezimmer. Wir brauchen auf jeden Fall ein Pausenzimmer, finde ich. Wir brauchen Toiletten. Ja. Wollen wir die hier vielleicht... Die baut man in den Anfangsbereich irgendwo. Die Toiletten hier vielleicht in die Ecke? Ja. Ich lasse mal ein bisschen laufen, das Spiel so lange, ne? Ja. Die Toiletten gleich hier vorne ran, so? Und dahinter ein Pausenzimmer? Mhm. Man braucht ja die Toiletten eigentlich vorne an, in der Nähe vom Wartebereich. Okay, oh, warte mal. Was? Keine Ahnung, ich war irritiert, wie... Was machst du denn da? Quatsch. Warte mal, wie, also wir brauchen die Toiletten... Kannst du das jetzt nicht mehr größer machen? Ich bin verwirrt. Wie kann ich jetzt nicht mehr abbrechen? Ja. Das ist das Schöne, man kann es dann immer, muss es dann quasi extra noch bestätigen. So, Toiletten nochmal. Ich überlege halt, wie der Gang laufen soll, wenn ich jetzt hier so... Nein, du machst das so, nur so klein, wie es geht. Ich vergesse immer zu ziehen. Ja, dann zieh. Zieh, du. Zieh, du Stück. Ja. Oder so eine lange. Kannst du auch so eine lange Toilette machen? So eine lange Toilette. Haha, jetzt ist jemand in der Toilette eingeschlafen. Aber die Tür hier direkt so zum Empfang oder eher nach hinten raus? Wobei schon. Zum Empfang. Außer vom Badebereich. Und weißt du, dann sitzt du da, kannst du gleich die Tür sehen. Oder hat jemand ein Herzchen gezeigt? Wollen wir die dann hier so ransetzen? Ah, da geht's nicht. Aber dann hier so eins. Oder wir machen hier so vor Kopf. Vielleicht machen wir es so. Die nochmal abbrechen. Wie kann ich das löschen? Entfernen. Du kannst auch den ganzen Kasten verschieben, interessant. Interesting. Jetzt brauchen wir noch ein Waschbecken. Kommt dann hier so hin. Ein Handtrockner. Boah, ich hasse diese. Die sind richtig schlimm, oder? Abfalleimer. Nein, die kommen dazwischen, so ein Abfalleimer. Darf man nicht. Okay, müssen wir das noch ein bisschen. So, jetzt einfach einmal dahin. Mhm. Wir nehmen uns Zeit für sowas. Das sieht doch schon ganz manierlich aus hier, oder? Ja. Ja, mit der Toilette gebaut. Das habe ich schon letztes Mal nicht gecheckt, warum die Tür offen ist. Welche Tür? Die nicht vorhandene Tür. Ah. Und du läufst hier. Damit jeder den Geruch ein. Ja. Obwohl es sieht aus, von innen sieht es aus wie eine Glastür, finde ich. Hm? Aber wenn du da reindrehst, siehst du? Aber es sieht mir so aus, weil es so milchig ist. Dass wir in der Psychiatrie sind. Ja. Wir bilden uns einfach Wände und Türen ein. Ja. Wir sollten ja auch nach Psychiatriepersonal Ausschau halten, ne? Mhm. Ach, guck mal hier. Ja, da war doch eben schon einer, der hatte schon ein Herz auf dem Kopf. Rock'n'Rollitis. Rock'n'Rollitis, was haben die anderen? Oh Gott, da sind welche mehr Leute, die tanzen. Hilfe! Die haben alle das Gleiche, ich sehe das. Die halten sich ja alle für Rockstars, glaube ich. Ah, die sind ja noch nicht diagnostiziert worden hier. Weil wir nicht genug. Erst, wir stellen noch einen Arzt ein. Ah, nee, einstellen da. Einen Arzt. Ja, aber wir brauchen den richtigen. Wir brauchen einen Psychiater, hieß es, ja. Ne? Was denn als Allgemeinmediziner?
Wir brauchen ja jemanden wie Mr. Ernie. Ja, genau, braucht dieses Ding hier. Ja, Psychiatrie. Okay, müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Mhm. Okay, wir nehmen auf jeden Fall Plus. Ist schon mal gut. Jetzt vielleicht einen Aufenthaltsraum für unser Personal. Mhm. Ein Pausenzimmer. Können wir jetzt überlegen, wo wir das hinmachen. Was ist denn da los, Leute? Ich sehe es eine Geschichte mit der Frau Mama. Oh Gott. Wieder normal. Aber wie schnell er sich verwandelt hat. Wo bauen wir das denn jetzt hin? Das könnten wir hier so ransetzen vielleicht. Ich bin noch nicht so, ich finde nicht so elendig viele Gänge halt am Ende da haben. Nee, nur du musst durchgängige Gänge. Hier? Können wir machen. Ja, komm, hier ist das Pausenzimmer erstmal hin. Am Ende des Tages wird hier wahrscheinlich ein größerer Gang vielleicht reingesetzt. Schöne Couch. Zack. Vor Kopf. Na, spinnt. Das brauchen wir tatsächlich ja gar nicht. Man sieht ja immer, was man auf jeden Fall braucht. Ne? Ja, aber wir wollen noch eine Pflanze. Kann auch Feuer ausbrechen. Wir müssen wahrscheinlich irgendwann später Feuerlöscher bauen. Eine Dartscheibe! 50, wo ist die Dartscheibe? Da drunter. Ah, die kriegen wir nicht. Haben wir nicht. Weil wir zu wenig Geld haben. Und der daneben. Unsere Ärzte haben bei einem Patienten verbalen Durchfall diagnostiziert. Wir brauchen eine Apotheke. Okay. Also erstmal das hier abschließen. Ich habe mich am Anfang in der ersten Folge darüber beschwert, dass die Räume halt teilweise echt hässlich innen aussehen, ne? Ja. Aber es macht schon Sinn, weil du dich natürlich dran gewöhnst, wer welches Zimmer quasi wie aussieht. Also kannst du immer gleich erkennen, was ist, wenn du es ein bisschen länger spielst. Weil das echt schon grenzwertig zum Teil ist. Apotheke. Du meinst von Boden? Also ja. Die hässlichen Muster und so. Die Wand. Wobei das hier ergänzt sich ja ganz gut. Ja. Apotheke. Ja, ist auch so ein bisschen in der Reihenfolge, wie man es eigentlich braucht, ne? Wobei, das ist... Ja, die Apotheke, Jenny, wo brauchen wir die jetzt hin? Die braucht ja tatsächlich nicht so viel Platz, habe ich gelernt. Ja, die kannst du dann vielleicht hier so zack, zack. Hier in die Ecke ballern. Ja. Aber dann haben wir hier so einen komischen freien... Du hast doch okay, dann stellen wir da irgendwann einen Getränkeautomat um die Ecke. Den müssen wir eh noch irgendwo, aber den würde ich ja eher hier so in den Pausenbereich, in den... Wartebereich. Ja. Könnten die auch hier erst da hinten noch ran, aber das erstmal hier weiterbauen. Ja, aber mach ruhig, ist ja eigentlich egal. Ja, ich weiß. Oder nicht unser letztes Krankenhaus. Nee, ich weiß auch nicht, was jetzt mit Wegfindung und so ist, quasi wie optimal die sein muss, aber wird schon. Ist es schlimm, dass jemand hier reingucken kann? Nein. Okay. Die kann. Achso, Minimum ist immer 3x3 scheinbar. Aber kannst du sie auch lang machen? Weil ich fände, es sieht schöner aus, wenn sie gleich. Nee, schade. Wenn sie gleich groß werden. Fehlt nicht, leider. Dann müssen wir als nächstes da halt was hinterbauen. Die muss mindestens quasi. Ja. Die Tür geht dann. Das geht zum Beispiel nicht, ne? Diese werden sich quasi im Weg sein, ne? Muss die anderen neben da sein. Ja. Den Medikamentenmixer. Ach, sehr geil. Da brauchst du gar kein Personal mehr. Ich glaube, man braucht da Personal. Guck mal, hier bauen wir immer so ein paar Fenster rein. Das ist ja. Ja. Hier dann zum Gang hin. Mhm. Und auch zu. Ja? Ja. Okay, weil wir sind ja hier für Open Spaces und so. Zack, auch da gibt es eine Pflanze. Wer braucht das gar nicht? Aber hier braucht es einen... Apotheker? Krankenpfleger. Ja. einen Krankenpfleger. Genau, wir haben Ärzte, Krankenpfleger. Wir können mal gucken. Haben wir jetzt einen Psychiater? Kein Psychiater dabei. Was bist du denn hier? Das ist ja leider nicht die ganze Krankenpfleger. Haben wir da? Ah, da ist einer mit Apothekenzeichen. Der ja, da können wir gleich alle nehmen. Das ist nur... Behandlung? Was kann er noch? Apothekenverwaltung. Apothekenkompetenz ist quasi erhöht. Okay. Mhm. Morris G. Kneestrike. 23.000 nehmen wir den in der Mitte. Mhm. Das ist ein Apotheker vor dem Herrn. Klassenclown war er. Ich wollte kurz lesen. Oh, sorry. Klassenclown vergräbt Essen für später, geil. Das will ich sehen. Herzlich willkommen im Team. Neue Technologie. Hey, Bunch of Technologies gewährt uns Zugang zu einigen ihrer neuesten Entwicklungen. Ein Upgrade für den Apotheken-Medikamentenmixer, den Easy-Scan für allgemeine Diagnosen, blablabla. Wenn wir diese Upgrades für unsere Maschinen kaufen, verbessern wir ihre Leistung, können dadurch mehr Patienten diagnostizieren. Eieiei. Und heilen. Dieses Radio ist immer so geil, oder? Ja,
This is Shock 99. Um Upgrades Swing für eine Maschine zu installieren, brauchen wir einen Hausmeister mit Mechanikausbildung. Ach du Scheiße. Wähle erst die Maschine und dann die Upgrade-Option aus. Ein ausgebildeter Hausmeister wird die Upgrades dann mit der Zeit installieren. Probier's mal aus. Probier's mal aus. Okay, wo können wir die jetzt kaufen? Da warten 6 Leute. Soll das das zeigen in der Mitte? Oh ja, die... Das Ding ist, wir haben halt... Okay, wir könnten halt... Okay, wir können natürlich einen anderen Arzt hier reinpacken, der diagnostiziert, ja, und der ist dann unser Psychiater. Ja. Machen wir es so. Warte, ich verwechsel mal Personal einstellen. Okay, nehmen wir den krassen Lily White oder nehmen wir so einen billigen erstmal? Poppy Fluff, guck mal, der ist... Hat nur Strom im Kopf, ist ein Klassenclown, arbeitet für einen Apfel und ein Ei und hüpft auf Aufforderung. Das ist genau der Mann, den wir suchen, oder? Ja, passt perfekt in die Psychiatrie. So, dann kann er sich da drum kümmern, er kann sich denken. Die sind ja, glaube ich, dann auch flexibel, ne? Die teilen sich das irgendwie auf. Das können wir da ein bisschen entschlacken. Was soll ich tun? Technologie kaufen. Wieso lässt er denn jetzt den Kopf so hängen? Wer denn? Der will lesen? Eine Zeitung lesen? Was soll das denn wohl über seinem Kopf sagen? Was stimmt nicht mit Ihnen, Mr. Higginbotham? Er ist ein bisschen energielos. Erstmal eine Dose Burp. Nalo nicht plaudern hier, genau. Miss MacGuffin. Was macht er mit der Pflanze? Weiß ich nicht, er hat die so angeguckt oder angeleckt. Der ist verliebt in die Pflanze. Egal. Was wollte ich tun? Installiere ein Upgrade. Aber habe ich die jetzt schon, das Upgrade, oder? Wäre der erste Maschine dann die Upgrade-Option vor, sofern vorhanden, um Upgrades für die Maschine zu bauen? Okay, er hat auch hier gesagt, können wir es upgraden, ne? Ja. Somit ich aber nur gucken, was es gibt. Reparieren, aufheben. Okay, wir wollen es upgraden. Verhandlungsvermögen, Behandlungsvermögen. 25%. Das kostet 10.000. 37 Tage. Mal sehen, ob wir überhaupt so einen Hausmeister kriegen. Ich tippe mal, das Spiel wird das quasi. Wir werden den wohl haben, ne? Matilda. Ja. Ja. Mechanik. Fat Decker. Geil. Frage ist, Wow. Die ist voll Profi, das sehe ich sofort. Ja, so repariert Joscha auch zu Hause. Er schlägt wogegen und boxt ein bisschen. Mhm. What's next? Das ist eine gute Frage, da ich das erste Mal in dem Spiel bin. Was gibt's denn noch so, Joscha? Okay, erstmal Ernie Higginbotham hat einen Brief bekommen. Normalerweise mache ich keine Vorschläge, aber neulich hatte ich diese geniale Idee. Ich muss dauernd darüber nachdenken. Was, wenn wir Leute heilen würden? Wäre das nicht cool, Danny? Heile 10 Patienten. 90 Tage? Das kriegen wir wohl hin, oder? Ja, natürlich. Weil ich dieser Leute-Heilen-Idee gegenüber eher skeptisch eingestellt bin. So, wir brauchen mehr Snacks. Wir brauchen überhaupt mal Snacks. Hier, erstelle die hier vor Kopf an die Wand. Hier? Oder hier? Hier, ja. Aber das ist das Fenster. Andersrum. So, und baue ich es voll ins Fenster? Nein, also weiter nach rechts dann versetzt. An die Wand halt, so wie das so ist in solchen Räumen. Willst du es hier in die Ecke haben? Hier so? Ja. Baue es richtig in die Ecke rein. So, ja, cool. Brauchen wir einen Abfalleimer noch daneben. Und sie ihren Müll hier nicht rumfliegen lassen. Okay, wir haben... Ah, Broschürenständer. Was gibt's noch? Bank... Aufnahme, Pflanzen. Aber Schönsteller gibt's schon. Postererleuchtung. Ja, es gibt eine ganze Menge Zeug, Alter. What the fuck? Weil was das alles kostet? Anschlagebrett, Uhrentelefon, Objektfreischalter. Aber man muss es freischalten. Und dann hat man es für immer? Oder nur für jetzt? Ja, ich glaube, man hat es dann für alle Krankenhäuser. Ja. Interessant. Weil da hört man natürlich das Geld aus dem ersten Krankenhaus erstmal verballert. Guck mal, ich glaube, unsere Wartezeit haben wir reduziert, ne? Warum haben wir so hohe Ausgaben?
Finanzenübersicht. Da war gerade ein ordentliches Minus. Ja, was ist hier los? Was passiert? Warum? Warum geht es so krass abwärts? Ich meine, man muss auch Geld ausgeben, um zu verdienen. In den letzten 3 Monaten hat er Gewinn gemacht. Diese Radiostimme von mir wahnsinnig im Hintergrund. Die ist auch so tief im Beruhigen. Oder rechnet es unser, hat es unsere Ausgaben quasi von gerade mit eingerechnet? Sieht so aus. Das sind unsere reinen Ausgaben. Kann ich die aufschlüsseln lassen? Kontoauszug. Ja, ist das, was wir an Gewinn gemacht haben? Ah, okay, guck mal, das sind diese 10.000. Das ist Upgrade. Ja, die waren damit eingerechnet. Das ist jetzt nicht unsere laufenden Kosten. Wobei ich... Wow, mal, Feuerwerk. Feuerwerk. Ja. Also Feuerwerk voll draußen natürlich. Was mich halt aber interessieren würde, ist, bei Ausgaben wüsste ich jetzt halt gerne... Ich hätte gern laufende Ausgaben quasi. Ja. Aber die kann ich, glaube ich, nicht... Aber du kannst auch Personal. Ja, aber ich kann halt, die Einnahmen sind auch krass weggegangen. Vielleicht, weil... Warum gehen denn die Einnahmen auch so runter? Das irritiert mich. Du kannst auch umsehen, was wir für Personal und so ausgeben, ne? Ja, aber das ist ja... Vielleicht wegen diesem zweiten Arzt? Ja gut, aber es ist die Stimmung, es ist die Übersicht, es sind nicht die Finanzen. Hier kann ich nicht Personalausgaben und sowas kann ich nicht aufschlüsseln. Das ist ein bisschen, da hätte ich mir ein bisschen mehr Optionen gewünscht tatsächlich. Hätte ich cooler von euch jetzt, ne? Also Ausgaben. Ja, weil Flüge, so sagt es dir jetzt gar nicht, was, an was es an was das liegen könnte, ne? Ja. Oder so die Überentwicklungen. Oder man kann es und wir sind zu blöd und sehen es nicht, aber you never know. Wir bauen eine Station. Für müde Knochenkrankheit. Oh ja, das habe ich auch manchmal. Das nennt man auch Faulheit. Ich muss dann auch mal auf die Station. So, ja. Bauen wir die schöne Station. Im letzten Krankenhaus habe ich ja viel zu klein gebaut. Ja. Ein paar mehr Betten reinballern können. Das heißt, die könnten wir jetzt hier so irgendwo reinsetzen. Oder? Vielleicht, wenn wir hier auch so einen Gang machen, dass das hier so ein Ding wird. Ist perfekt. So oder größer? Ich weiß nicht, wie viel Platz du brauchst, aber... Für ein paar Betten können wir dann immer noch anbauen, vielleicht später. Dann machen wir den Eingang. So, dass man sie sieht, die Tür, ja. So. Ah ja, okay. Ja, ist doch schön. Dann gibt es hier den Counter quasi. Direkt so, kommst rein, sagst guten Tag. Ne? Ja. Oder sollen wir den eher mal hier so in die Ecke machen? So, dass er am wenigsten Platz wegnimmt. Ja, dann kommt er eher hier so an den Rand. Und dann brauchen wir jetzt dieses Umziehding. Das kommt dann hier hin. Ja. Weil bauen wir das Fenster ein. Scheiß drauf. Okay, und dann Betten. Ein paar mehr dieses Mal. So rum ist es gut, ne? Das mal 3. Nicht erreichbar, warum nicht? Ah, klar, weil die natürlich links, rechts, blabiblub. Dann gefällt mir es aber noch nicht, wie die hier stehen. Mal hier erstmal das dahin. Das dahin. Ah, cool, so ist der Abstand. Okay, dann kriege ich nämlich doch 3 rein. Wo ist das? Bett. Zack. Jetzt will ich das aber mittig haben, das andere hier. Ist das in der Mitte jetzt zwischen den anderen? Ja. Geil. Nochmal was? Bisschen Deko. Abfalleimer. Feuerlöscher, falls mal irgendwie ein Bett brennt. Danny, erzähl mir eine weitere. Ich möchte, ich fordere eine Geschichte. Du willst eine Geschichte? Ja. Als meine Mom, die ist Krankenschwester gewesen. Ha. Du bist ja sogar auch noch so eine... Nicht genug damit, dass Jenny im Krankenhaus gearbeitet hat. Diese ganze Familie arbeitet oder hat im Krankenhaus gearbeitet. Ich würde sagen, ich habe ja auch, wie ihr wisst, denn ich arbeite ja in der Gamesbranche schon seit Ewigkeiten. Aber genau, ich war mal medizinische Masseurin. Ich weiß nicht, ob ich euch das überhaupt erwähnt habe, was ich im Krankenhaus gemacht habe. Und habe halt auch ganz viel Physiotherapie gemacht. Und vor allen Dingen habe ich Sportler wieder fit gemacht. Das war so mein Job später in der Reha. Genau, mein Daddy ist Anästhesiepfleger und hat ein Krankenhaus Ewigkeiten geleitet. Und meine Mama ist Krankenschwester, klassisch. Macht sie jetzt aber nicht mehr. Sondern ja, nämlich das Krankenhaus, oder? Sondern die Abteilung, oder? Nee. Warum? Hat sich hochgearbeitet. Seit er 16 ist, arbeitet er im selben Krankenhaus. Sein Krass. Ganzes fucking Leben. Jenny, möchte mir Poppy McFluff, kein Mac, nur Fluff befördern? Zur Assistenzärztin? Ist es ein... Was ist es?
Eine Frau? Frage, frag doch sowas nicht. Ja, mein Gott, ja. Ja, du kriegst jetzt 19.000. Bist du so halbwegs glücklich damit? Zack. Na, nicht neue Gebäude. Wir können unser Krankenhaus um neue Gebäude erweitern, indem wir Grundstücke. Ah, es geht doch. Siehst du? Aber erstmal mit dem Meckern. In nächster Nähe. Ich hätte nicht wirklich mit dem Spiel gemeckert. Sieh dich um auf dem Krankenhausgelände um, halte deine Maus, bla bla bla. Bla bla bla. Brauchen wir aber eigentlich noch gar nicht, weil wir so viel Platz haben. Das Ding hier noch nicht mal voll, aber. Ah. Ja. Genau, können wir nämlich diesen. Ich wollte gerade sagen, diesen Sandkasten. Aber es ist geil, dann kann man da richtig so eigene Komplexe quasi später doch schon bauen. Ja, wenn du so ein richtiges Krankenhaus hast, hast du ja normalerweise auch wirklich. Also. Ja. Jetzt bin ich von der Geschichte abgewichen, aber egal, du hast ja immer so richtige Flügel. Also es gibt Krankenhäuser, die sind ja wirklich nur speziell für bestimmte Krankheiten. Mhm. Aber meistens hast du ja überall alles. Also Dermatologie, ne? Traumatologie und so weiter. Urologie. Und alle Leute denken sich, what the fuck, sind das alles für Stationen? Ja. Also genau, du hast die innere Gefäßstation quasi. Du hast eine Nervenstation ganz oft. Ich würde vorschlagen, okay, wir machen in der nächsten Folge, machen wir mal zusammen mit dir den Rundgang durchs How-to-Krankenhaus. Durchs Krankenhaus. Was geht da eigentlich? Was gibt es da eigentlich? Ja. Und wer ist nebeneinander und wer vielleicht nicht und aus welchen Gründen? Oh ja, das ist sehr spannend. Da gucken wir mal, ob wir das hier richtig gemacht haben. bis dahin. Okay. Läuft doch. Läuft. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüss.